Rückspiel am Samstagabend, leichter Vorteil für Holstein Kiel. Das Hinspiel gewannen sie mit 1:0 im Rhein-Energiestadion. Schauen wir auf die Aufstellung der Gastgeber. Im Tor Ioannis, Gelios, Viererkette davor mit Kirkeskov, Komenda, Wahl und Neumann. Meffert und Mühling nach Gelbsperre zurück. Lee dazu in der Zentrale, vorne dann in der offensiven Dreierreihe Rehse, Serra und Bartels. Beim 1. FC Köln im Tor, das dürfte niemanden überraschen, Timo Horn, Jakobs, Chichos, Bono und Ihizubue in der Viererkette, Hector und Schiri auf der Doppel-6, Kainz über links, Wolf über rechts, Duda auf der 10 und in der Spitze kehrt zurück Sebastian Andersson. Springen wir ins Spiel. Holstein Kiel hatte die bessere Anfangsphase. Jani Serra kann den Ball lange halten, legt ihn dann nochmal raus in seinem letzten Spiel für Holstein Kiel. Phil Neumann legt zu Mühling, quer zu Jason Lee. Abschlussversuch von Jonas Meffert. Zumindest mal ein Versuch, aber wir sehen dann gleich in der zweiten Wiederholung, den Ball trifft er überhaupt nicht, sondern der Standfuß, das Standbein bekommt den Ball ab und dann ist das natürlich überhaupt kein Problem für Timo Horn, den aufzufischen. Der 1. FC Köln, er musste sich wieder mit langen Schritten hier irgendwie reinfinden. Man lag 0:1 hinten und man konnte nach vorne kaum mal etwas Gefahr erzeugen. 39. Minute, Ondrej Duda, das sind dann auch unzureichende Pässe, Abseitssituation, alles andere als gefährlich. Kurz vor dem Seitenwechsel aber gab es dann eine Standardsituation, vielleicht ja mal so zu einem Torerfolg, zumindest mal zu Torgefahr kommen. Ondrej Duda hebt den linken Arm und bringt den in der 42. Minute rein. Und da ist Sebastian Andersson, natürlich Sebastian Andersson. 1:0. Hinspielergebnis egalisiert. Es geht dann auch so schnell. Das ist in der Mitte nicht so gut verteidigt, aber dafür ist Sebastian Andersson eben auch so wichtig, dass wenn er fit ist, eine unglaubliche Torgefahr ausstrahlen kann. Auch das hatte nicht immer geklappt. Vergab gegen den FC Schalke 04 am 34. Spieltag dickste Chancen, aber jetzt machte er zumindest das wichtige 1:0. Wir springen in den zweiten Durchgang und da einmal vorab gesagt, es war Fußball zum Abgewöhnen. Der KSV Holstein, die KSV Holstein, sie probierten es, die Störche, aber sie kamen einfach nicht durch. Es war gegen diese Abwehr vom 1. FC Köln an diesem Samstagabend nichts gewachsen. Stunde gespielt, Mühling, das hier sind nur beispielhafte Situationen, es kam einfach nicht zustande, keine Abschlusssituation, nicht die Möglichkeit, um auszugleichen, Köln schier unüberwindbar. Eine Klärungsaktion nach der anderen, wir springen schon in die Schlussphase, noch 10 Minuten zu spielen, vielleicht jetzt der Lucky Punch, Meffert, links raus zu Joshua Mees, aber wo ist die Lücke, wo kann man die Geißböcke verwunden. Es ist eine unmögliche Aufgabe. Mühling mit dem Ball ins Niemandsland. Folgerichtig dann nach 90 Minuten 0:1. Holstein Kiel konnte keine Torgefahr mehr erzeugen. Aber auch Köln kam nicht mehr richtig in den Flow. Es ging in die Verlängerung und das tut nach den letzten Wochen besonders Holstein Kiel so richtig weh. Körperlich sowieso schon am Limit und jetzt noch einmal 30 Minuten extra. Der 1. FC Köln machte etwas aus dieser körperlichen Überlegenheit. 101. Minute, Florian Kainz. Da wird der Winkel zu spitz, aber Hauke Wahl ist noch mit der Fußspitze dran. Also mal wieder eine Standardsituation von der linken Seite. Und da ist mal wieder Sebastian Andersson. 0:2, 102. Minute. Unglaublich bitter für Holstein Kiel. Aus dem Spiel heraus, der 1. FC Köln nahezu wirkungslos, aber zwei Standardsituationen, zwei Eckbälle brechen ihnen hier wohl das Genick. Im Hinspiel war es auch ein Eckball, der für die Führung von Kiel sorgte. Jetzt zwei Ecken und Köln mit 2:0 in Führung. Sebastian Andersson mit dem Doppelpack. Gelios unglücklich platziert im Tor, kurz davor
Und dann schlägt der Ball ein. Jetzt brauchte Kiel zwei Tore, ein 1:2. Würde aufgrund der Auswärtstorregel nicht mehr reichen. Aber es schien so, als würden die Kräfte es nicht mehr zulassen. Wir sind in der zweiten Hälfte der Verlängerung, aber schon die 120. Minute. Zwei Tore, sie fehlten. Mühling versuchte es mit letzter Kraft, aber Schmitz grätschte rein und verhinderte auch das. So dass es beim 0:2 blieb und das bedeutete, so bitter es auch ist, für Holstein Kiel wieder zweite Liga. Der 1. FC Köln rettet sich am letzten Spieltag erst in die Relegation und dann in einem nicht ganz so spannenden zweiten Relegationsspiel mit einem 2:0 auch in der ersten Bundesliga. Tolles Jahr von Kiel, aber ganz klar ohne Happy End.